Hi Leute! Ja, pass auf. Ich melde mich mal ganz kurz, weil ich habe da ein kleines Problem. Ach, da muss ich ja hingucken. Ich habe mich vor 2 Tagen aus Versehen bei Reparaturarbeiten mit dem Hammer selber geschlagen. So. Mir ist das schon mal passiert, schon zweimal. Ich habe mir schon mal selber einen Finger gebrochen. Und dann habe ich aus Versehen auf den gleichen Finger nochmal geschlagen. Naja, aber diesmal ist mir ein bisschen was anderes passiert, denn ich habe mit einem Dachdeckerhammer habe ich etwas gehämmert, ne? Und dann habe ich mit der anderen Seite, mit der anderen Hand habe ich irgendwas gehalten und dann bin ich mit dieser Spitze der anderen Seite des Hammers bin ich an mein Handgelenk geditscht. Bam! Und ich dachte mir, ouch, oh, Heine. So, dann habe ich weitergemacht, weil passiert, ne? Das Blöde ist nur, dass dann das Blut gelaufen kam. Ich habe da wohl wieder so einen Volltreffer gelandet, genau auf so eine Ader oder irgendwas. Naja, dann habe ich das abgewaschen und so. Und da habe ich schon gemerkt, oh, das wird ja ganz schön dick. Aber nicht einfach nur dick, sondern da hat sich so eine 15 cm lange, bestimmt 3 cm dicke Wulst gebildet. Und zwar genau, kann man das gut sehen? Genau hier. Das sieht übel aus, ne? Da sieht man den Treffer der Spitze genau auf dem Knochen. Die Wulst ist genauso lang gewesen, wie es blau ist. Und ich habe das dann halt gekühlt. Und ja, das ging dann auch wieder weg, die Schwellung. Und jetzt habe ich durch Zufall, ich habe das so gar nicht gesehen, ne, wenn ich so gehe, dann hat mir Colleen gesagt, du bist ja voll dreckig. Ich dachte, ja, okay. Ich wollte es dann abwaschen und dachte mir, hey, Scheiße, das ist kein Dreck. Das ist voll blau. So, meine Frage ist jetzt: Gibt es hier irgendeinen Arzt in der Gruppe, eine Schwester oder sonst was? Ich meine, die sich mit sowas auskennt. Was habe ich denn da gemacht? Also, es sind keine Schmerzen, nichts mehr. Es ist auch nicht mehr dick. Aber mich würde mal interessieren, was da passiert ist. Also jetzt rein biologisch, was ist da passiert? Ich meine, dass ich irgendwas getroffen habe, ist Fakt. Aber was habe ich da getroffen? Direkt eine Ader? Habe ich die durchgehackt? Habe ich eine Sehne getroffen? Habe ich einen Muskel getroffen? Also mich interessiert sowas immer. Was habe ich denn da gemacht, ey? Das sieht echt scheiße aus. Naja, mehr wollte ich gar nicht. Mir geht's gut. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Kacke, ey.